turn off them, and it goes the other way. This is Hoffman, meanwhile, and Seguin is arriving. He made it all wrong. Till. Could be in round the back here. Seguin scores from a tight angle. And Magdeburg have a second. Confusion inside the Milan penalty area. Lanzi couldn't get there, and from a tight angle, it's a big win here against the mighty AC Milan. 2-0 winners in Rotterdam over the Serie A side. Goals in either half, a Lanzi own goal just before the break, and a Seguin blockbuster 15 minutes before time. What a story. It's the East Germans that have done it, and Magdeburg. Warten wir die Szene ab. Hoffmann. Und Tor. Nicht zu glauben. Tor in der ersten Minute. Gut, dass wir die Aufstellung unterbrochen haben. Eine Bombensensation im nahezu ausverkauften Münchner Olympiastadion. Erste Minute genauso wie bei der Weltmeisterschaft hier beim Finalspiel, als Holland in Führung gegangen war. Und es ist haargenau das gleiche Tor hier rechts von uns. Also der FC Magdeburg führt mit 1-0. Die Bayern gehen mit einem 0-1 zurück. Wunder. Das war ein unnötiges Dribbling jetzt. Pomarenke. Seguin. Sparwasser, Tor! Begonnen hat es mit diesem Dribbling von Wunder, völlig unnötig, verliert den Ball, Pomarenke ging rechts durch. Schnitzer in der Abwehr, hier haben wir die Szene noch einmal. Sparwasser lässt Franz Beckenbauer mit einem Haken stehen, umkurvt ihn mit dem linken Fuß sozusagen und schießt mit dem rechten ins lange Eck. Naja, das ist jetzt schon mehr als eine halbe Sensation. Knapp vor der Pause führt der FC Magdeburg im Europacup-Spiel hier in München in der Höhle des Löwen gegen den Europacup-Sieger in dieser Disziplin, gegen den FC Bayern mit 2-0. Von 3 Toren Vorsprung spielen kann. Lattenschuss und Tor. Ja, Tor. 2-1. Wir werden in der Wiederholung gleich sehen, zuerst den überraschenden Lattenschuss und dann das Tor, das das 2-1 gebracht hat. Und Sparwasser. 2-1 nur mehr für den FC Bayern. Erwartungsvoll und spannungsgeladen ist die Atmosphäre im Ernst-Grube-Stadion von Magdeburg, das seit Tagen ausverkauft ist. Und nun sind 36.000 direkt dabei und sicherlich Millionen am Bildschirm. Schönes Herbstwetter begleitet diese Partie. BRD-Vizemeister und Tabellenzweiter gegen DDR-Vizemeister und auch der Tabellenzweiter. Und in die Deckung der Schalker. Mewes. Und Sparwasser und 1-0. 18. Minute. Eine blitzsaubere, eine ganz gescheite und technisch perfekte Kombination. Und im Abschluss auch eine wirkliche. Rüssmann die 4 neben Sparwasser der 10. Aber Sparwasser versetzt Rüssmann den Nationalspieler, den Vorstopper, eins ums andere Mal. Und hier das 2-0 in der 45. Minute. Klarer Ausdruck der Überlegenheit. Sparwassers zweiter Treffer, dann unterläuft. Abramczyk. Bongartz. Demange ist frei. 1-2. Der junge Demange schafft den Anschlusstreffer in der 50. Minute. Und der Abramczyk
Oh, ein fataler Fehler von Dirk Heine. Er kann den Aufsetzer nicht taxieren und lässt ihn passieren. Abraham. Steinbach. Und Sparwasser und das 3:2. 63. Minute. Das dritte Tor des Jürgen Sparwasser in dieser Partie. Kein Hattrick zwar, aber drei Tore. Und was für Tore. Sparwasser wie einst im Mai. So kann er auch an diesem Tag. Steinbach. 20 Meter. Was für ein Tor. 4:2. Ein Bilderbuchtreffer. Wolfgang Steinbach, der 23-Jährige, krönt sein fabelhaftes Spiel an diesem Tag und auch das der ganzen Magdeburger Mannschaft. Mit diesem Viril. Souffrant, attention là, absolument, ça allait, la vue est accordée. C'est Daf qui vient d'ouvrir la marque sur ce coup. Sparwasser. Und da ist das Tor. Da ist das Tor. Achim Streich jubelt und 30 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. 76. Spielminute. Streich hier. Hier hat er seine Stärke gezeigt. Direktschuss 1:0 für den ersten FC Magdeburg.
die für dieses Spiel gesperrten Hannes und Schäfer. Sie werden heute ersetzt durch Bruns und Pinkel. Aber hier eine gute Möglichkeit für die Nummer 11, für Wuttke. Und eine hervorragende Reaktion zunächst von Dirk Heine. Pech für Frank Mill im Nachsetzen. Streich, der nicht im Abseits stand. Und das 1:0. Die Nummer 11, Martin Hoffmann. Hoffmann, der Torschütze. Pomarenke. Freie Bahn für Mewes. Und das 2:0 durch Streich. Krasse Abwehrfehler im Augenblick in der Mönchengladbacher Deckung. Flair. Rahn, der eine ansprechende Leistung im Mittelfeld bietet bisher. Immer noch Rahn. Und das 2:1. Ringels, der Torschütze. Die beiden Langen sind wieder mit nach vorne gekommen. Stahmann und Mewes. Und einer der beiden Langen erzielt das 3:1. Mewes war es. Hier sehen Sie ihn. Ich habe es schon einige Male angedeutet. Auf ihn achten die Gladbacher einfach zu wenig. Hier dann die 1:0-Führung für Swansea City gegen den 1. FC Magdeburg vergangenen Mittwoch. Das war 9 Minuten vor Spielschluss. Im imponierenden Schlusssport der Magdeburger Gäste vergibt Wittke nach Vorarbeit von Steinbach und Halata erst einmal den Ausgleich. Außenpfosten. Dann ist es wieder einmal Streich, der die nötige Nervenstärke besitzt. Zentimetersache, wertvoller Ausgleich. Dann die 33. Minute. Nach Steinbachs Eckball, Cebulas Kopfball, ging der Kapitän Dirk Stahmann in die Spitze. Seine Eingabe beförderte Frank Windelband über die Linie.